Ja, Erlangen, seid ihr da? Ja! Da seid ihr mit eurer Hände. Sehr gut. Ich war eigentlich gerade komplett woanders unterwegs, also von hier gefühlte 3-4 Stunden. Und dann hieß es, dass der Stefan Bergmann krank geworden ist. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, für diese wichtige Zeit kann man auch mal verrückte Dinge machen und sofort einspringen, ist selbstverständlich. Gerade bei den Sachen, die jetzt passieren. Deswegen, ich brauche einmal unsere Samba. Samba-Trommler, hier oben mit Abstand, können wir ganz kurz hoch. Ich muss euch jetzt mal einwärmen, weil ihr wisst ja mittlerweile vielleicht, wer ich bin. Mein Name ist Nana, Lifestyler im sozialen Netzwerk, wer mich noch nicht kennt. Ansonsten Nana aus Ghana, kann man sich auch ganz gut merken. Bin seit Anfang an mit dabei und habe natürlich das auch anders mitbekommen, als das, was die Medien sagen. Ich bin unterwegs und ich sehe Menschen, die friedlich sind, alle Hautfarbe, vielleicht auch alle Religionen, und ich finde das megamäßig gemein, was Leipzig wieder zu sehen war. Wer war in Leipzig? Mal kurz. Okay. Sorry. Läuft bei euch also. So muss das sein. Und wenn man immer unterwegs ist, und ich kann das sagen, Freitag hier, Samstag da, Sonntag da, und du bist ein Mann für Lebensfreude, für Power, für Energie, und dann siehst du sowas dann im Mainstream, dann tut das weh. Aber eins kann ich sagen, wir werden dadurch nur viel mehr. Es ist auch gar nicht mehr die Polizei vielleicht das Problem, im Gegenteil. Ich werde hier immer schon nett empfangen. Natürlich muss ich alles zeigen, Ausweis, Meldebescheinigung, Attest, wo kommen sie her, Geburtsurkunde, alles muss ich zeigen, kein Problem. Aber man wird jetzt nicht wie in Berlin direkt zu Boden geknüppelt. Weil auch bei der Polizei das so ist, da sind auch Väter und Mütter dabei. Und wenn das jetzt durchgesetzt wird, nächste Woche, dann heißt es, oh Mann, hätte ich mal doch mich mit angeschlossen oder was getan. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Energie bleiben, dass wir in der Kraft bleiben. Und deswegen geben wir gemeinsam Gas. Ich war gestern in Regensburg und es war ein wunderbarer Tag. Alles war herrlich, ein traumhafter Sonnenuntergang. Wir haben die Menschen gestärkt für den 18.11. Und ich weiß, in Erlangen seid ihr genauso gut drauf. Frieden, Freiheit ist das eine. Aber auch für Adrian Todd, mach mal kurz die Hand hoch. Jüngster Demo-Veranstalter und natürlich sein Team, bitte einen Applaus für diesen Mut. Yeah. So. Der wirklich von A nach B reist, natürlich auch in Berlin dabei ist, er war in Köln dabei, er spricht auf den Bühnen und er macht Motivation, gerade für die nächste Generation, mal weg von der Playstation, weg von den ganzen digitalen Medien, sondern wieder auf die Straße zu gehen, für die Zukunft, für uns, dass wir ein Leben haben. Wenn ich hier mal so reinschaue, ich kann doch gar keine Freude richtig sehen, wegen den Masken. Aber das Schöne ist, ich spüre es, weil ihr ein warmes, starkes Herz habt. Deswegen, Erlangen, seid ihr da und zeigt mir eure Hände! Ich will von euch Frieden, Freiheit haben, aber nicht nur das gerufene Frieden, Freiheit. Ich möchte dabei, wichtig ist, beide Hände, weil wenn man heute nur eine Hand nimmt, kann das schnell geframed werden, dann sind wir in der Ecke gestellt. Deswegen, wenn ich sage Frieden, dann sagt ihr Freiheit, und lassen wir mit beiden Händen nach vorne gehen. Das selbst hinter uns, unsere netten Kollegen, ganz im Dunkel, also ich meine nicht mich, die Kollegen hinten, die da so ein bisschen nicht so viel Liebe spreaden, ja, und verteilen, dem wollen wir mal zeigen, wie viel Energie wir haben, Liebesenergie. Ich sag Frieden, ihr sagt Freiheit mit den Händen. Frieden! Freiheit! Das war zu leise. Es geht um die Wurst, also Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Danke! Bitte! Danke! Bitte! Danke! Bitte! Danke! Bitte! Danke! Bitte! So muss das sein. Wir sind dankbar, dass wir mehr werden. Wir sind dankbar, dass wir immer weitermachen, gerade in den schweren Zeiten. Und ich möchte nur noch mal fragen, wer ist in Berlin dabei und lässt nicht alles mit sich machen? Bitte alle Hände, möchte ich hier sehen. Berlin! 99%, okay. Dann lass uns, bevor ich jetzt gleich Alex ansagen darf, für Mind Control möchte ich für die Menschen hinter mir, weil ich bin ja auch schon für die Menschen dort hinten auch jetzt schon so eine Hassfigur geworden, weil ich so viel Liebe verteile und so viel Energie weitergebe.
Und das ist ja meistens so, dass Hass und Liebe ganz nah aneinander ist. Aber das macht uns, da ist ja die Frau, die weiß, was kommt. Das macht uns aber noch viel, viel stärker, weil auf Hass kann man am besten antworten, und das ist die Liebe. Deswegen packt euer Herz mal hoch, unter anderem für alle hochmachen, mich nicht angucken, wichtig, Herz hoch. Hier, du auch mit dem starken Bart, ja, perfekt. 99% machen wieder mit, die nicht mitmachen, die machen dann wahrscheinlich später mit, die machen zusammen, alles perfekt. Und das lassen wir jetzt mal 10 Sekunden stehen. Ist eine Leber? Nein. Und genießen dieses Herz. Das ist ein wunderbarer Moment. Erlangen. Vielen, vielen Dank dafür, für den schönen Empfang. Und wir werden gleich nochmal, okay, wir lassen es einmal für den letzten Mal. Packt die Hände mal hoch, ein bisschen Energie geben, ihr trommelt richtig rein. Und ich möchte die Bilder sehen fürs Netz. Und los! Kleiner Vorgeschmack auf das, was da kommt, für Berlin, um stark zu bleiben und natürlich Abstand sagen. Okay, perfekt. Jetzt kommt eine Rede. Ich habe gehört natürlich, ich darf nicht zu viel Lebensfreude vergeben. Das heißt, wir nehmen nur die Maske auf. Ich muss halt auch meine Lebensfreude eingrenzen. Aber ich komme gleich wieder, ganz gewiss. So, Alex, Mind Control, was ist das genau? Das will ich euch... Also, stimmt, da, perfekt. Mein Kontrolle wird es jetzt erklären.